Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, es ist immer noch sehr seltsam. Wir haben hier mitten in der Nacht, obwohl wir am helllichten Tag eigentlich haben, wenn wir aus dem Fenster rausschauen. Aber das trübt nichts, denn wir machen jetzt mit der nächsten Quest weiter. Und ich schau mal eben, wo wir da genau hin müssen. Ah, der sieht gut aus, oder sie? Bitte, ihr müsst mir Ja, helfen. dann bleibt doch mal stehen. Bitte helft mir. Ich habe sie hinuntergestoßen und jetzt ist sie weg. Nur so konnte ich diesen furchtbaren Monstern entfliehen. Erzählt mir, was geschehen ist. Wir waren auf dem Weg zurück nach Windhelm. Wir wollten eine Abkürzung nehmen und dann haben uns diese Monster umzingelt. So etwas wie sie habe ich noch nie gesehen. Welche Monster? Sie waren überall. Überall um uns herum. Es waren so viele. Ich. Bei den dreien. Passt auf! Was? Wo? Ich muss gehen. Ich muss hier raus. Diese Dinger sind überall. Bitte. Meine Freundin könnte immer noch am Leben sein. Wenn ihr sie seht, müsst ihr sie retten. Wo habt ihr eure Freundin zuletzt gesehen? Wir waren etwa in der Mitte der heißen Quellen, als wir angegriffen wurden. Ich habe Imhei runtergestoßen. Ich konnte nichts anderes tun, um zu entkommen. Ich konnte nicht klar denken. Ich wollte ihr nicht wehtun. Bitte findet Imhei. Ich muss fort. Nein, ich wollte ihr nicht wehtun. Ich habe sie nur einfach mal eben darunter gestürzt. Ist ja alles kein Thema. Ja, was soll man dazu sagen? Rattenmeisterin. Wieso soll ich Buffut nehmen? Also mir wird jetzt hier hinten was angezeigt. Ah, da, okay. Bleibt weg von mir, Monster! Verdammt nochmal, Frau. Ihr müsst jetzt mit mir mitkommen. Die Sonne setzt mir mehr zu, als ihr euch vorstellen könnt. Wir müssen ins Gebäude. Such die Vampire auf. Okay. Schuppe hier wird einen richtig schlechten Tag haben, wenn sie jetzt nicht gleich mit mir kommt. Dieser Biss breitet sich schneller aus, als sie denkt. Was meint ihr mit es breitet sich aus? Diese Kreaturen sind die verderbte Brut eines Vampirs. Und ihr Biss ist genauso gefährlich wie seiner. Nach einem Biss breitet sich der Fluch durch euren Körper aus. Er dringt in euer Blut ein, bis das Fieber euch packt. Dann übermannt euch ein Verlangen. Ein Verlangen nach Blut. Kann der Fluch geheilt werden? Es könnte einen Weg geben. Ich muss sie aber zurück in mein Herrenhaus bringen. Wenn sie zu lange hier draußen bleibt, wird die Sonne sie finden. Dann wird sie einen Schmerz kennenlernen, wie sie ihn noch nie zuvor gespürt hat. Aber für den Moment muss sie einfach nur den Mund halten und mir zuhören. Warum hat sie so große Angst vor euch? Ich bin wie die Kreaturen, die sie angegriffen haben. Nur habe ich noch meinen Verstand und bin ein wenig empfindlicher gegenüber Sonnenlicht. Hört mich an, bevor ihr etwas tut, was wir beide bereuen würden. Wenn ich Schuppe retten soll, werde ich eure Hilfe brauchen. Ich lausche. Ich brauche Blutunholzstaub. Ihr könnt ihn von den Kreaturen bekommen, die sie gebissen haben. Dann können wir die Wirkung des Bisses vielleicht umkehren und Schuppe retten. Ich werde in der Zwischenzeit auf sie aufpassen. Wenn ihr den Staub bekommt, bringt ihn in mein Herrenhaus. Ihr seid mit Vampirismus infiziert? Das verfluchte Blut meiner Familie strömt tatsächlich durch meine Adern. Ich schäme mich nicht dafür. Wofür ich mich schäme, ist das, was meine Leute mit dieser Macht anfangen. Dann werde ich eure Hilfe brauchen. Ich glaube, dass ich euch vertrauen kann. Wenn ihr mir bei etwas helft, werde ich alles tun, was ihr von mir verlangt. Solange es nicht darum geht, jemand anderem zu schaden. Zeit zu gehen, Schuppe. Wir müssen dafür sorgen, dass ihr euch nicht in eine dieser Kreaturen verwandelt. Was macht ihr da? Nein, lasst nicht zu, dass er mich holt. Doch, doch, das ist schon in Ordnung. Da unten ist unser nächstes Ziel. Hallöchen. Hallo, Blutunhold. Hallo? Hä?
Wieso hat der... Hallöchen. Was muss ich denn jetzt machen? Geht's noch? Moment. Sammelt Unholzstaub. Ich kann aber kein E drücken oder so. Normalerweise muss ich die doch angreifen, oder nicht? Hä? Moment, du bist auch ein Blutunhold. Guck mal her. So, von dem kann ich auch sammeln. Ich weiß nicht, warum der Typ jetzt... Der ist auch wieder grün? Was ist denn da so verbuggt hier? Ja, kein Thema. Ich wollte nur sagen, du bist live auf Sendung. Also live nicht, aber der ist auch schon wieder grün. Hä? Ich muss dazu sagen, das gab es noch nie. Also ich konnte immer alle ganz normal töten. Jetzt ist hier schon wieder einer. Wollt ihr mich hier veräppeln oder was? Ist hier irgendwie versteckte Kamera oder... Ich verstehe es wirklich nicht. Also normalerweise sollte es so sein tatsächlich, dass... kommen jetzt alle, oder? Brauche euch eigentlich nicht alle. Ich brauche eigentlich nur... Den kann ich hier schon wieder nicht treffen. Hallöchen. Ich brauche eigentlich nur einen von euch, damit ich das Blut kriegen kann. So. Gucken, ob die jetzt... Jetzt sind hier auf einmal... Nee, der ist immer noch grün. Hä? Also das ist nicht normal. Das kann ich euch definitiv sagen. Normalerweise sind die alle rot. Oder, ja doch, rot waren sie. Und normalerweise kann man die halt eben ganz normal angreifen. Der große Mann sagte, dass ihr bald auftaucht. Er ist mit dem Echsenmädchen oben. Das ist gut. Kriegt er nicht mit, dass ich hier gerade was klaue, oder? Er ist mit dem Echsen... Also mit dir muss ich da nicht mehr reden. Okay, und dann... Kann ich direkt nach oben gehen? Hier war... Nee, das sind nur Bücher. Da ist er. Schuppe wollte fliehen, also haben wir sie eingesperrt. Nichts, worüber man grübeln müsste. Ich will nur dafür sorgen, dass alle in Sicherheit sind. Allerdings wird es nicht mehr lange dauern, bis der irre Blick in ihre Augen tritt. Müsste sie wirklich einsperren? Ihr habt diese Kreaturen da draußen gesehen. Das sind geistlose Monster. Sie sind ebenso abscheulich wie böse und wollen nur zwei Dinge. Fressen und töten. Wollt ihr wirklich, dass unsere Schuppe hier die Leute da draußen angreift? Nein? Genau deshalb habe ich sie in einen Käfig gesteckt. Wird der Staub sie heilen? Vergesst nicht, dass wir hier nur über eine Chance reden. Eine Chance. Es gibt keinerlei Garantie dafür, dass sie diesen Vorgang überleben wird. Meiner Erfahrung nach führt er ebenso oft zum Tod, wie er Heilung bringt. Wir gehen ein Risiko ein. Aber die Alternative ist viel, viel schlimmer. Ja, ich habe immer aufs Erste geklickt. Ich weiß aber, dass er nichts Böses will. Deswegen, ich weiß nicht, ob sich dann was... Ich meine, normalerweise dürfte das am Verlauf nichts ändern. Ich sag mal, nun gut, versucht sie zu heilen. Ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Ich verspreche, dass ich alles tun werde, was in meiner Macht steht, um ihr zu helfen. Wir werden auf sie aufpassen. Falls sie sich nicht erholt, werden wir dafür Sorge tragen, dass sie nicht ihrem Blutdurst verfällt. Bringt mich nicht dazu, meine Entscheidung zu bereuen. Glaubt mir, ihr werdet es nicht bereuen. Die arme Schuppe brennt im Blutfieber. Sie wird schon bald versuchen, jeden zu fressen, den sie sieht. Wer würde ihr ein solches Schicksal wünschen? Nun, ich denke, mein Vater würde das tun. Aber ihr werdet schon bald mehr über ihn erfahren. Ich verspreche, dass wir uns um Schuppe kümmern werden. Wir sorgen dafür, dass sie sicher ist und niemanden verletzt. Jetzt brauche ich eure Hilfe. Ihr habt es selbst gesehen. Vampire streifen bei den Quellen umher. Das sind die Spielzeuge meines Vaters. Kranke Gebilde seines bösen Verstandes. Die ich angegriffen habe oder die, die seltsame Weise mit einer Questmarkierung markiert waren, die gar nicht da sein dürfte. Was will euer Vater damit erreichen? Wir sind alle infiziert worden. Verflucht. Verseucht. Nennt es, wie ihr wollt. Wir sind Vampire. Doch wir müssen nicht dem wilden Wesen unseres Fluchs erliegen. Mein Vater
ist anderer Meinung. Inwiefern? Er glaubt, dass wir uns dem Blutdurst und unserer Macht voll und ganz hingeben sollten. Um uns all jene untertan zu machen, die sich nicht wehren können. Da in Ostmarsch nun der Bürgerkrieg tobt, hält er die Zeit zum Zuschlagen für gekommen. Er will eine Armee von Untoten erschaffen, noch ehe es jemand bemerkt. Und ihr wollt ihn aufhalten? Mein Vater muss um jeden Preis aufgehalten werden. Er hat die Jäger von Winterland schon ins Visier genommen. Er wird sie zu seinen Marionetten machen. Ihr findet Yaruk unten. Er kann euch sagen, wie ihr sie retten könnt. Das ist der erste Schritt. Warum könnt ihr den Jägern nicht so helfen, wie ihr Imbay geholfen habt? Diese Welt ist ein tödlicher Ort, wenn die Sonne hell am Himmel strahlt. Im Freien ist es schlicht zu gefährlich. Selbst die Wunden, die ich vor kurzem erlitten habe, brauchen Zeit und eine große Menge Blut, um zu heilen. Stellt euch nur den Preis vor, den es zu entrichten gelte, wenn ich mich um all diese Jäger kümmern wollte. Aber warum habt ihr euch dann den Jägern nicht während der Nacht genähert? Ich muss schon sagen, ihr seid ein seltenes Exemplar. Andere hätten schon bei meinem bloßen Anblick die Waffe gezückt. Wie dem auch sei. Ich könnte versuchen, sie einzuschüchtern, um sie zu vertreiben. Aber sie sind Jäger. Ich glaube nicht, dass sie sich leicht einschüchtern lassen. Wie werden wir mit eurem Vater fertig? Wir verwandeln meinen Vater zu Staub und setzen seiner Schreckensherrschaft ein für allemal ein Ende. Die Jäger sind nur eine Ablenkung. Wenn wir ihm ihr Blut vorenthalten, wird er neugierig werden und vielleicht sogar verwundbar. Er wird wissen wollen, wer sich in seine Pläne eingemischt hat. Okay. Ach, da ist sie. Ja, sie kämpft noch gegen... Oh, ein Buch. Ein Buch? Also gegen das Buch kämpft sie natürlich nicht. Sie kämpft noch gegen den Blutdurst an, wollte ich eigentlich sagen. Hallöchen, wer bist du denn? Werden die Hochelfen unsere Botschaft noch hässlicher bauen als ihre eigene? Aber nein, dieser sollte sich nicht beschweren. Ich habe keine Ahnung, ich bin Bretone. Ich hoffe, Valerik hat euch nicht überzeugt, sich unserer Sache anzuschließen. Unsere Kämpfe gehen niemals gut aus. Es stimmt, sein Vater ist ein Bastard, aber ein starker Bastard. Valerik kann ihn nicht schlagen und die, die uns helfen, sterben meist. Aber genug davon. Wie kann Yaruk euch behilflich sein? Er hat das schon einmal versucht? Oh ja, viele Male. Und jedes Mal ging etwas grässlich schief. Es endet für gewöhnlich sehr unschön, mit jeder Menge Blutvergießen. Aber macht euch darum keine Sorgen. Diesmal wird alles anders werden. Ja klar, diesmal bin ich auch hier. Valerik erwähnte, ihr hättet einen Plan, um die Jäger zu retten. Ja, ja. Yaruk hat immer einen Plan. Die Blutunholde jagen nach Geruch. Sie haben die Fährte der Jäger aufgenommen und warten nur auf den Befehl zum Zuschlagen. Wenn wir ihre Witterung tarnen, werden die Blutunholde das Interesse an ihnen verlieren und sich verziehen. Die Jäger wären gerettet. Was muss ich tun? Nehmt diese Flüssigkeit. Sie ist ein Geschenk von Yaruks engen Freunden Cello und Herfchen. Fragt nicht nach, was es genau ist. Ihr wollt es gar nicht wissen. Spritzt es auf die Jäger. So sorgt ihr dafür, dass sie nach etwas riechen, was die Blutunholde nicht fressen wollen würden. Ich habe so ein paar Ideen. Und die Jäger kümmert es nicht, damit bespritzt zu werden? Oh, sie werden es hassen. Sie werden wahrscheinlich versuchen, euch zu töten. Am besten wäre es, wenn ihr sie erst ein wenig verprügelt, damit ihr ihnen zeigt, wer hier die Stärkere ist. Dann spritzt ihr ihnen das Zeug hier ins Gesicht. Solange sie hinterher richtig stinken, sollten die Jäger sicher sein. Mhm. Bist du eine Vampirkatze? Deine Augen leuchten so komisch. Gut. Vielleicht ist das ja irgendwie Trolldung oder so. Ich weiß es nicht. Majorn, mein Meister, möchte mit euch sprechen.
Ihr habt Kontakt mit Bajans Sohn Valerik aufgenommen. Er ist ein bekümmerter junger Mann, der sich für seine Herkunft schämt. Bajan möchte den Konflikt mit seinem Sohn einfach beenden. Aus diesem Grund möchte mein Herr sich mit euch treffen. Warum ich? Oh, ihr seid nicht die Erste. Schon andere haben versucht, Valerik zu helfen. Sie haben entweder eingesehen, wie sinnlos ihr Unterfangen war, oder sind daran gescheitert. Mein Meister möchte euch das alles erklären. Ihr müsst jetzt noch keine Entscheidung treffen. Hört ihm einfach nur zu. Ja, da ich natürlich für euch mir die ganze Geschichte anhören möchte, wo kann ich Bajan finden? Er wird euch in seinem Herrenhaus treffen, auf dem Anwesen zu meiner Linken. Euch wird zum jetzigen Zeitpunkt kein Leid geschehen. Bajan gibt euch sein Wort. Ja, jetzt muss ich allerdings dazu sagen, oder ignoriert ihn und sucht die Jäger. Ich meine, dass wir das mit den Jägern danach noch machen können. Ich hoffe es zumindest. Dass wir seine Seite noch hören können vorher. Ich versuche natürlich alles rauszuholen. Der Steinalte. Ihr müsst neugierig sein, warum ich euch gerufen habe. Ich wollte euch eine Gelegenheit geben, etwas über die wahren Absichten meines Sohnes zu erfahren. Sein Feuer ist bewundernswert, aber er richtet zu viel Schaden an. Diese immer wiederkehrenden Stimmen triggern mich so dermaßen. Was meint ihr? Valerik stellt sich gegen mich, weil ich meiner wahren Natur folge. Ich nehme mir, was mir zusteht, ohne darüber nachzudenken oder zu zögern. Valerik hinterfragt alles und versucht, unseresgleichen zu heilen. Er enthält ihnen vor, was sie zum Überleben brauchen und macht ihnen weiß, es gäbe einen besseren Weg. Und wozu hat das alles geführt? Wenn sie endlich frisches Blut kosten, packt sie das Fieber. Sie werden wilde, grausame Monster, die gefährlicher sind als alles, was ich je erzeugt habe. Viele nennen mich böse. Aber zumindest nähre ich mich nicht willkürlich. Ich nähre mich, um zu überleben. Ich nähre mich, um meine Kraft zu mehren. Was wollt ihr von mir? Valerik muss aufgehalten werden. Meine Leute mögen Hunderte töten, aber sollten seine Anhänger je die Beherrschung verlieren, würden sie Tausende von Opfern finden. Ich habe nichts vor euch zu verbergen. Ich bin weder ein guter Mann noch ein guter Vater, aber ich werde nicht meinen einzigen Sohn töten. Dafür brauche ich eure Hilfe. Ihr erwartet von mir, dass ich euch beim Wort nehme und euren Sohn töte? Ich könnte euch zermalmen, doch ich tue es nicht. Ihr müsst verstehen. Die beiden, die meinem Sohn folgen, sind seine letzten Anhänger. Alle anderen haben die Beherrschung verloren und ganze Dörfer in ihrer Raserei niedergemetzelt. Sie mussten, wie soll ich es nur sagen, von ihrem Leid erlöst werden. Was für eine Verschwendung. Valerik hat das nie erwähnt. Natürlich hat er das nicht. Warum sollte er seinen neuen Verbündeten auch davon erzählen, dass er der Auslöser eines derartigen Gemetzels war? Eure Fragen ermüden mich. Ich habe euch gesagt, was ihr wissen wolltet. Jetzt seid ihr mir eine Antwort schuldig. Werdet ihr mir helfen oder werden wir zu Feinden? Ja, ich werde mich dazu entscheiden, wie ich mich immer entschieden habe. Jetzt muss ich dazu sagen, ich kann ihn irgendwo verstehen. Nach dem, was er gesagt hat, wenn die, ja, wie die Wilden werden und plötzlich wahllos jemand anfallen, das geht natürlich auch nicht. Aber es kann natürlich auch nicht sein, dass die Leute, die er erschafft, und er will ja noch mehr davon erschaffen, das ist ja auch noch das Ding, dass die dann einfach immer, wenn sie sagen, ich habe jetzt Hunger, jemanden angreifen und töten. Bin ich ganz ehrlich, kann ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, deswegen, ich kann euch nicht helfen. Diese Monster da draußen, das ist euer Werk. Falls das eure Entscheidung ist,
dann soll dem so sein. Doch sobald ihr diesen Ort verlassen habt, seid ihr mein Feind. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich euch das Herz aus dem Leib reißen und euer Blut trinken. Und damit wird es euch immer noch besser ergehen, als wenn ein Anhänger Valeriks die Fassung verliert und euch angreift. Ja, versuch das mal. So, alles richtig gemacht, so wie ich es in Erinnerung hatte. Wir kümmern uns jetzt um die Jäger. Auch wenn man nasse Füße bekommen dabei. Da ist aber was, was ich jetzt nicht übersehen kann. Was stöhnt die denn hier so rum? So, mittlerweile... Nee, der ist immer noch grün. Hä? Okay, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich wollte gerade sagen, mittlerweile sind jetzt auch die anderen wieder unsere Gegner, aber irgendwie, ich weiß nicht. Also das ist so verbuggt hier mit diesen Vampiren. So, Bastian, es tut mir leid, aber wir müssen die leider angreifen. Ich dachte, der mag das nicht, wenn ich die angreife. Hallo. Ja, das ist ja toll. Wie soll ich denen denn... Wie soll ich die denn mit was bespritzen, wenn die... Achso, Windland, Förster... Oh, ich habe den Falschen angegriffen. Na gut. Pirscherin, Förster... Wer von euch ist denn jetzt Jäger? Aber ihr seid doch alle Jäger, oder? Blutunhold? Warum ist hier ein Blutunhold drin? Komm, wir versuchen es nochmal. Darf nicht zu viel. Da, jetzt, Flasche. Was für ein unheiliger Gestank. Einfach. Mach den nicht kaputt, Basti. Mach den nicht kaputt, du dummer Idiot. Mann, wir müssen die doch... Oh. Was ist das für ein Trottel? Komm rüber, komm rüber. Nein, zu mir, nicht zu ihm. Hallo, ab wann kann ich denn drücken? Nein! Du Vollpfosten! Boah, es kann doch nicht so schwer sein. Ja, es tut mir leid, Basti. Ich weiß, du magst das nicht, aber ich nehme die jetzt mit. Wupp. Komm. Komm. Lass mich E drücken. Lass mich E drücken. Ey, das kann doch nicht sein. Basti, ich mach dich gleich raus. Nur den Trinkschlauch machen. Das ist doch nicht normal. Moment, ich mach den jetzt wirklich mal raus. Geh mal weg, Basti. Vielleicht geht... falsche Taste. Vielleicht geht das dann einfacher hier. So, du auch nochmal. Von den Seiten! So, dich machen wir jetzt erstmal, zack. Wer wirft denn Katzenpisse auf, Leute? Nein, 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 nein. Ich hab die falsche Taste gedrückt. Jetzt fange ich auch schon so dämlich an hier. Es ist Sebastian nicht da und jetzt bringe ich die schon selber um. Ah, ich bin so blöd, ich bin so blöd. Sind da noch welche drin? Hallo? Ist hier noch jemand? Wir nehmen einfach mal die Sachen mit in der Zeit, wo wir warten. Oh, das war jetzt wirklich selten. Jetzt habe ich den extra rausgetan. Drücke ich hier auf die falsche Taste und greife den an. Hm. Es könnte noch ein bisschen dauern, bis wir hier weitermachen können, weil, ja, mir gerade die Leute hier wegsterben. Moment, da ist noch einer. So, jetzt kann ich... Nein, E drücken. E. Heute noch. Dieser Geruch. Ich muss ihn loswerden. Genau. Mach das mal. Kommt hier auch nochmal irgendjemand? Oder? Och Mann, das war wirklich so selten dämlich. Das sind aber so die Sachen, die mir dann ständig passieren, leider. Also ich kann euch nur raten, nehmt keinen Gefährten mit, weil selbst ein Tank macht so viel Schaden hier offensichtlich, dass die schneller kaputt sind, als dass man die... Hey, das ist ein Blutunhold, oder? Ah, ich bin mir nicht sicher. Eigentlich müsste ich die auch... Jetzt! Töten!
Dreh dich um. So. Bei den Göttern, das riecht ja widerlich. Und du auch. Los. Bei den Göttern, riecht ja widerlich. Ja, ich weiß. Was für ein Kampf. Wir sind nicht im Kampf. Basti, wo bist du? Hallo. Basti. Heute noch. So. Da hinten müssen wir hin. Mann, Mann, Mann. Ist das jetzt ein Krampf gewesen hier? Keine Ahnung, warum jetzt hier manche Vampire nicht Vampire sind und mich nicht angreifen. Och, nee. Also damit hat es schon angefangen, dass hier voll der Wurm drin war. Dann Basti, der ja einfach alle ermordet. Och, Junge, Junge, Junge. So Probleme habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Achso, ich dachte gerade schon, der Vater ist dabei. Ihr habt das Leben der Jäger gerettet. Ihr habt ihre Kleidung ruiniert, aber ihr Leben gerettet. Mein Vater wird verärgert sein, wenn seine Sklaven keine neue Beute finden. Er wird neugierig werden. Dann können wir ihn überraschend angreifen. Wie machen wir das? Mein Vater wagt es nicht, ins Freie zu gehen. Es ist zu gefährlich. Die Sonne ist tödlich für seine uralte Gestalt. Nein, er wird seinen Schergen Tunus schicken, um zu sehen, was schiefgelaufen ist. Wir müssen meinen Vater einholen, bevor er in die Krypten zurückkehrt und die Tür hinter sich verschließt. Und dann was? Bala wird sich in das Anwesen meines Vaters schleichen und auf Tunus Rückkehr warten. Sie wird sich um ihn kümmern. Ihr müsst in die Krypten gehen. Rala mag eine Vampirin sein, aber sie ist noch jung. Sie hätte keine Chance gegen einen Uralten. Vielleicht solltet ihr Rala nicht schicken. Rala ist flink. Sie kann mit den Schatten verschmelzen. Sie ist sehr wohl dazu in der Lage, einem einfachen Schergen die Kehle durchzuschneiden. Aber meinem Vater muss sich jemand stellen, der mächtiger ist als sie. Ja, schätze, das bin ich dann mal wieder. Na gut. Dann. Es tut mir leid, ich hasse Entscheidungen. Und schon hat er sein... Nee. Tunus? Rala? Ich dachte, ich muss hier mit jemand anderem sprechen. Ich kann gar nicht, doch. Jetzt kann ich. Lasst mich bitte in Ruhe. Ich möchte nicht darüber sprechen, was hier passiert ist. Was ist geschehen? Ich konnte dem Verlangen nicht widerstehen. Ich musste mich nähren. Valerik sperrt uns weg. Er lässt nicht zu, dass wir uns nähren. Nicht auf die natürliche Weise. Nicht auf diese Art. Ich brauche Blut zum Überleben. Warum wird mir dieses Vergnügen verweigert? Das ist nicht, was Valerik euch gelehrt hat. Es schert mich nicht, was Valerik uns gelehrt hat. Wir sind, wer wir sind. Wir sind, was wir sind. Wenn wir die Uralten je besiegen wollen, müssen wir uns an unserer Macht ergötzen, so wie sie es tun. Wir können uns nicht von Skevern nähren und darauf hoffen, auf diese Weise unsere Macht zu mehren. Wir müssen uns laben. Das bist nicht du, Rala. Du musst dich beherrschen. Es ist schon so lange her. Ihr begreift das einfach nicht. Wie könntet ihr das auch? Ich brauche das zum Leben. Valerik hungert uns aus. Wir ernähren uns größtenteils von Tieren und von Verbrechern, wenn wir welche finden. Es hat seinen Grund, warum wir nicht so stark sind wie die Uralten. Wir müssen stärker werden. Nicht auf diese Art. Das ist unter eurer Würde. Ihr könnt es kontrollieren. Nein. Ihr habt recht. Was mache ich bloß? Ich bin so tief gesunken, wie die Uralten es von uns wollten. Hier, nehmt den Schlüssel zu den Krypten. Tunus hatte ihn bei sich. Geht dort hinein und setzt dieser Sache bitte ein Ende. Ja, das machen wir. Jetzt, wo sie weggegangen ist, sehe ich übrigens auch, wer das ist. Ich meine, sie hat es jetzt schon gesagt, aber... Die Krypten. Nee, die sind hier drin. Gibt's da einen geheimen Eingang? Moment. Ach, da. So, er lief doch gerade noch hier rum. Nee, das war ein Skeva. Mann. Och, jetzt kann man hier wieder nichts looten. Ist das jetzt euer Ernst? Komm mal nach hier.
Noch ein bisschen. So ist gut. Nein, jetzt kann ich dich auch nicht looten. Oh. Teso, was ist eigentlich mit dir los? Ich weiß, es ist ein neues Kapitel draußen. Dann ist meistens alles im Eimer, was vorher gut war, aber es kann doch nicht so weitergehen hier. Wo muss man hin? Da. Guten Tag, auf Wiedersehen. Hallöchen. Ihr wagt es. Kommt ja. Nur her. Werde mich an eurem süßen, süßen Blut laben. Ist ja gar kein Vampir. Der Sieg ist grausam, aber die Niederlage ist schlimmer. Du bist ein Gargoyle. Ich hab's genau gesehen. So. Wo müssen wir jetzt wieder raus? Wieder zurück. Alle, die wir umlaufen haben, kommen jetzt wieder. Ganz toll. Hätten wir die vielleicht doch mal eben platt machen sollen. Na gut, ich kann jetzt auch wieder durchlaufen. Obwohl, die bringen uns eigentlich sowieso keinen wirklichen Loot, ne? So, nehmen wir jetzt zwischendurch ein bisschen was mit. Nein, ihr habt uns nicht gesehen. Danke, es war wunderschön. Da war was da. Da kann ja immer mal was Gutes drin sein. Man weiß es ja nicht. Drum, drum, drum. Und gleich. Ja, den kann ich ja immer noch nicht looten. Vielen Dank dafür. Heieiei. So. Wo müssen wir jetzt hin? Wieder zu dem einen Haus, oder? Sieht so aus. Oh, die sitzt aber schon ganz schön entspannt wieder hier, ne? Er ist fort. Das spüre ich. Seine Gegenwart schwand, als ihr ihn niedergestreckt habt. Wir müssen seine Tyrannei nicht länger fürchten. Euer Vater hatte viele Anhänger. Macht euch das keine Sorgen? Ihr habt Majorn getötet, nicht ich. Fasst das bitte nicht falsch auf. Wir sind dankbar für das, was ihr getan habt. Aber ihr habt es getan. Ihr habt einen Tyrannen vernichtet, der eine beachtliche Streitmacht hätte aufbauen können. Eine Armee, mit der er selbst den Skaldenkönig hätte herausfordern können. Nun wird das nicht geschehen. Was werdet ihr jetzt tun? Wir werden an einen sicheren Ort gehen. Einen Ort, an dem wir keine Gefahr für andere sind. Meine Freunde haben noch viel zu lernen. Ich kann das Leben anderer nicht aufs Spiel setzen, bis ich weiß, dass sie der Versuchung widerstehen können. Niemand wird je wieder unseren Leuten zum Opfer fallen. Ja, und wir haben eine mittlere Maske, Kopf, wie auch immer bekommen, von Fjords Erbe. Wir können euch gar nicht genug danken. Mein Vater war böse. Er hat die Gaben missbraucht, die uns gewährt wurden. Da er jetzt weg ist, können wir friedlich zusammenleben. Nun, so friedlich, wie es unserer Art möglich ist. Ich brauche eure Hilfe. Ihr habt Großes geleistet, als ihr diese Welt von meinem Vater befreit habt. Sprecht, verratet mir euren Wunsch und ich werde ihn erfüllen. Ich brauche eine Fiole eures Blutes, um König Jorun zu retten. Mein Blut? Habt ihr vor, den Skaldenkönig in einen von uns zu verwandeln? Warum solltet ihr uns helfen, meinen Vater aufzuhalten, nur um sofort einen weiteren Vampir zu erschaffen? Ich will ihn nicht in einen Vampir verwandeln. Ich muss nur seine Lebenskraft stärken. Ihr habt euch mein Vertrauen verdient, meine Freunde. Daher muss ich glauben, dass ihr die Wahrheit sprecht. Nehmt es. Rettet den König. Aber lasst mich meine Entscheidung nicht bereuen. Vielen Dank, Valerik. Super, dass du auch immer eine Fiole gerade mal so rumfliegen hast. Das finde ich doch sehr, nicht vorsätzlich, sehr gut auf jeden Fall. Ihr wisst, was ich meine. Ja, damit das Ganze nicht zu lange wird und ich
denke, dass wir wahrscheinlich dann auch noch ein bisschen Zeit brauchen, um die ganze Story zu beenden. Machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Wir haben jetzt alle Sachen beisammen und in der nächsten Folge werden wir uns aufmachen, um dann hoffentlich endgültig König Jorun zu retten. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.